Guten Tag und herzlich willkommen zurück zur fünften Staffel von Stranded Alien Dawn. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir sind weiterhin dran, unseren Metallvorrat aufzustocken. Wir sind mittlerweile, fehlen uns nur noch 67, das ist sehr gut. Vicente hat jetzt ausnahmsweise auch mal Altmetall mitgebracht, sehr schön. Oder er wird Altmetall mitbringen. Der hat sich ja zuletzt so häufig verletzt. Müssen wir auch zusehen, dass wir da mal irgendwie was dran ändern. Hier gehen natürlich die Pflanzen kaputt, ist sehr kühl momentan. Ja, die werden alle hin sein. Wir werden dann nach dem Winter auf jeden Fall auch wieder anpflanzen. Ja. Wobei der eine oder andere das, glaube ich, sowieso macht. Weil wir hier überall die drei haben. Das passt aber schon. Wenn zwischendurch mal hier und da jemand ein bisschen skillt beim Anpflanzen, bei der Landwirtschaft, dann kann das auch nicht schaden. Wir haben noch immer 10 Survivor, wobei wir natürlich, was hatte ich gesagt, Edmund geht früher oder später. In 5 Tagen sogar schon. Naras wird auch früher oder später gehen und Maki ganz genauso. Wird allerdings noch ein bisschen dauern, das ist klar. So ein bisschen Getreide haben wir noch, wunderbar. Wir müssen uns weiterhin um gekochte Mahlzeiten kümmern. Wir müssen uns darum kümmern, dass hier weiterhin aktiv gekocht wird. Heißt, wir werden Rita mal ein bisschen aktiver mitmachen lassen hier beim Kochen. Die 2 sollten aber eigentlich auch voll reichen, die 2 Herde. Hoffe ich zumindest. Wobei bei 10 Leute hatte ich eben noch nie. Deswegen kann das natürlich auch sein, dass es nicht reicht. Gesundheit Vicente. Wir sind bei 115 hier. Sehr schön. Siehst du, und hier können wir auch einmal Metalllegierung bis 30. Machen wir hier bis 30. Und dann können wir hier einmal runtersetzen. Hier haben wir bis 20, hier haben wir bis 10. Ja doch, das passt. Der soll sich hier mal drum kümmern. Und dann bräuchten wir eigentlich noch einen Tag-Nacht-Sensor. Eigentlich bräuchten wir noch einen Tag-Nacht-Sensor. Und die wollen wir einmal hier hinsetzen. Damit die Hitze nicht hier so ins Schlafzimmer pustet. Ja, über den Sommer wird das nämlich sonst hier ein Problem. Die setzen wir hier hin. Und dann brauchen wir einen Tag-Nacht-Sensor? Ich glaube ja. Licht und Wärme, Tag-Nacht-Sensor. Nein. Wir nutzen keinen Tag-Nacht-Sensor, sondern wir nutzen tatsächlich einen... Wir werden hier einen... Wo ist denn der? Licht und Wärme. Strom. Hier. Sensor für niedrigen Batteriestand. Den nutzen wir. Und den werden wir uns einmal hier hinzimmern. Hier ist ja ein Flur, ne? Heißt, hier ist ein kleines Zimmerchen wäre dann hier. Warte mal, wir werden mal die... Batterien werden wir mal neu platzieren. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 würden so reinpassen. Wenn wir die so hinsetzen würden, 1, 2, ja weniger auf jeden Fall, ne? Warte mal, machen wir folgendermaßen. Dann werden wir die mal hier so schön... So setzen wir die mal. Da können sie nämlich auch repariert werden. Und dann werden wir irgendwo den Sensor einsetzen. Müssen wir mal gucken, wo am besten. Ist eigentlich relativ egal, möchte ich meinen. Hier brauchen wir auf jeden Fall nochmal eine Wand. Kopieren. Einmal von hier nach da. Kopieren einmal von hier nach dort. Türen. Einmal hier. Einmal da. So, dann brauchen wir einmal den Energiesensor. Hier. Sensor für niedrigen Batteriestand. Da müssen wir mal gucken, wo wir den am besten hinsetzen. Ich glaube, den können wir hier
Bin mir nicht so sicher, ob die dann noch an die Batterie rankommen, die wir hier hinsetzen. Das müssen wir uns mal angucken. Wenn ich den hier davor setze, können sie dann die Batterie dahinter noch reparieren? Wir testen das. Wir testen das. Außerdem werden wir dann... Achso, was brauchen wir dafür? Uns fehlt übrigens nur noch 7-mal Metall. Sehr schön. Okay, den haben wir. Wunderbar. Aktiver Schaltkreis 10. Haben wir hier schon? Welche Schaltkreise haben wir denn hier überhaupt schon? So gut wie keine, ne? Hier haben wir nicht genügend Strom. Das ist einleuchtend. Ich wundere mich aber, dass hier keine Verbindung stattfindet. Eigentlich hatten wir die so gesetzt, dass da... Na gut, dann setzen wir noch einen hier und wir setzen noch einen hier. So, dann kommt hier auf jeden Fall ausreichend Strom an. Das passt dann. Und dann müssen wir hier euch setzen wir auf die 1, genau. Aktive, oh, wir haben mal wieder einen Flugangriff. Habe ich gerade dran gedacht. Da habe ich gerade dran gedacht. Wir haben hier auch wenig Waffen. Ne? Das ist schlecht, dass wir so wenig Waffen haben. Wir verpassen dir mal einen Kurzbogen. Wir verpassen Vivian auch einen Kurzbogen. Und dir verpassen wir ebenfalls einen Kurzbogen. So, da hatte ich gerade dran gedacht, dass ich noch hier, dass wir wieder einen Flugangriff haben müssten. Und dann stellen wir euch alle hier rein. So, 18, 24 Uhr. Vor 24 Uhr müssen wir da auf jeden Fall euch einmal einziehen. So, warte mal. Das ist jetzt dann 1, ne? 1, 1. Hier auch. Aktiver Schaltkreis 1. Was brauchen wir hierfür? Hierfür brauchen wir 15-mal Legierung. Heißt, Strom können wir momentan, dafür können wir momentan nicht sorgen. Sprich, die Laser bleiben auf jeden Fall noch aus. Sollte aber trotzdem kein Problem sein, diesen Angriff abzuwehren. Okay, und dann hätten wir, würde ich vorschlagen, hier setzen wir mal auf 10 und inaktiv auf 9. Und genau, bei Ladelimit 50%. Dann setzen wir hier noch die Dieselgeneratoren hin. 2. Und die setzen wir dann auch auf 10. Und den hier, der müsste dann auf 9. Meine ich zumindest. Oder ich vertausche es genau wieder. Das kann natürlich auch sein. Das wäre jetzt nichts Neues. So, Freunde, dann kommt mal alle hierher. Ihr seid alle soweit bewaffnet, soweit ihr bewaffnet sein könnt. Also, ihr zwei stellt euch einmal hier rein. Ihr zwei stellt euch einmal da rein. Ihr zwei stellt euch einmal hier rein. Ihr zwei stellt euch einmal da rein. Und ihr zwei stellt euch einmal hier rein. Du musst auch noch hier rein. So, und dann gucken wir mal, wie das hier aussieht mit dem Flugangriff. Sie bleiben weiterhin auf dem Boden, das funktioniert noch immer. Schön, schön, es sind halt 148 von den Viechern, das ist jede Menge. 137. 85. Ich nehme an, wir können euch jetzt alle hier nach vorne ziehen, so ein Stück, bis nach hier. Jetzt müsstet ihr eigentlich alle schön was wegschießen können. Sieht gut aus. Da müssen wir uns definitiv auch um Waffen kümmern. Waffen hatten wir aber auch das Problem, dass wir eben kein Metall hatten. Haben wir jetzt aber wieder. Also sollten wir jetzt dann auch Waffen herstellen können.
So, ihr könnt euch ja ein Stückchen weiter nach vorne stellen. Und nur einer, ne? Ja, der fehlt noch. Gut. Okay. Wunderbar. Was haben wir denn hier noch so? Haben wir... Übergroßes Skarabäi. Okay. Gut, jetzt müssen wir mal sehen. Also, die Waffen, die müssten eigentlich hergestellt werden können. Ja, wird hier auch hergestellt. Sehr schön. Hier wird auf die Materialien gewartet. Maki geht's nicht gut. Maki mag Erholung. Oder Entspannung. So, das Anpflanzen können wir jetzt eigentlich auch wieder machen, ne? Pflanzen Rita und Vicente, ihr zwei. So, da haben wir jetzt Rita beim Kochen aber noch auf 1, also stellen wir das mal wieder dahin. Kochen, kochen, kochen. Machen wir das mal so. So, aber demnächst verlässt uns ja sowieso jemand. Wer war es nochmal? Kana bleibt. Edmund. Edmund verlässt uns in 2 Tagen, dann futtert der uns zumindest schon mal nichts mehr weg. Wir können aber natürlich auch einfach mal gucken, ob da noch irgendjemand vielleicht mal kostenfrei hier bei uns arbeiten möchte, ne? Das kann natürlich auch nicht schaden. So, wie sieht's hier aus? Wir haben ein Männchen, 2 Männchen, 3 Männchen, 3 Männchen haben wir nur und wir haben insgesamt 2, 4, 6, 7 Tiere, heißt wir haben 4 Weibchen. Heißt, wir können ein Weibchen auf jeden Fall schlachten. Und zwar dich. So. So, warte mal. Der hier soll bitte auf den 9er, glaube ich, ne? Gucken. Ob ich jetzt richtig rumdenke? Nope. Falsch rumgedacht. Also muss der hier auf den 10er. Und der muss auf die 9. Wenn ich mich jetzt nicht täusche. Marc hat eine Lungenentzündung. Der müssen wir also auch nochmal ein paar Klamotten verpassen. Einmal hier. Einmal da. Kriegst nur die synthetischen Klamotten. So. So, hier muss nochmal umgestellt werden. Wie sieht's hier aus? Bist du schon eingestellt? Du bist auf 9. Das ist gut. Du hast keine aktive Aufgabe, weil wir nicht genug Ressourcen haben. Wir können dich auf jeden Fall beim Verhüten. Erz für immer. So, und hier nehmen wir das Erz raus. Hier auch. So, und wir brauchen wieder mehr Metall. Heißt, Vicente darf nochmal, bevor er wieder anfängt anzupflanzen, im Frühling. So, jetzt bin ich mal gespannt. Also du läufst jetzt hier dauerhaft, solltest du aber eigentlich nicht, müsstest du auch gleich nicht mehr tun. Sobald du hier umgestellt wirst. So, inaktiver Schaltkreis. Dieses Gerät mit einem anderen, genau. Durchschnittliche Nutzung, Stromkreis 9 ist 1. Sobald er unter 50 ist, er aus. So, und Stromkreis 10 müsste dann entsprechend aus sein. Kümmert sich hier irgendjemand mal um das Ding hier. Warte mal, kann hier momentan nichts gekocht werden? Oder was ist da los? Nicht genug Ressourcen, nicht genug Ressourcen. Wir werden mal die ganzen Tees und Kaffees doch mal ganz nach hinten schmeißen, würde ich sagen. So, du bist auf 10
und läufst trotzdem noch. Hä? Stromkreis 9 ist ein. Warte mal, was? Auf 10 läufst du? Inaktiv, aktiv. Das macht keinen Sinn. Das macht keinen Sinn, dass sie immer weiterlaufen. So, der wird jetzt hier geswitcht. So, aber wir wollen ja, dass der so, 10 ist an. Jetzt ist 9 aus. Hä, eigentlich müsste es doch einfach genau andersrum jetzt gerade gewesen sein. Wieso? Einer von beiden hätte doch, der steht auf 10, der steht auf 9. Wieso ist der... Das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Ich werde es, glaube ich, auch nie... Also, natürlich ist da eine Logik dahinter, aber ich denke immer falsch rum. Aber hier in dem Fall habe ich es jetzt wirklich gar nicht verstanden. Suppe. Nimm die Suppe mit. Wieder kein Metall, verdammte Axt. Die nehmen die Metall mit. So, Vivian ist hier fröhlich am Craften. Schön, schön, schön. Heißt, wir werden dann... Jawohl. Hier wird ordentlich gecraftet. Endlich wieder ein paar Waffen. Wunderbar. Wunderbar. Einen kleinen Moment bitte. Einmal kurz hier die Tür geschlossen. Hat ein bisschen gezogen hier. So. Okay. Also, dann gucken wir mal, wann wir hier die Waffen fertig kriegen. Das sollte ja gleich passieren. Damit wir hier dann wieder ordentlich was austauschen können. Vor allem Ember sollte eben eine gute Waffe in die Hand bekommen. So, der Frühling kommt. Rita hat eine Lungenentzündung. Ist aber nicht wild. Das ist nicht wild. Das wird behandelt. Ja, Klamotten sehen halt auch momentan nicht so gut aus, ne? Aber es werden ja jetzt dauerhaft hier auch die Kohlenstoff-Nanoröhrchen produziert. Da könnten wir natürlich jetzt einmal auf Expedition gehen, beziehungsweise einmal auf Angriff gehen. Das nächste Nest ist noch immer dieses hier. Euch geht es insgesamt ja auch ganz gut, ne? Dann kommt man direkt alle mit. Machen wir das mal schnell. Einmal schnell hier alles mitnehmen. Das nächste Nest ist aber trotzdem noch weit weg. So, da geht's auch schon los. Schön nochmal ein Spawn hier. Okay, kein Problem. Allein mal hier drauf. Okay. Super. Dann können wir einmal... Das ist ja lächerlich, ey. Nestsystem 2. Meine Fresse. Dann würde ich sagen, Jack, der prügelt hier direkt mal... Warte mal. Du haust mal direkt die zwei Nestsysteme weg. Und ihr alle macht wieder, was ihr wollt. Tja, so ein bisschen wenig, ne? Naja. So ist das nun mal. Besser als nix, besser als nix. Naras hat eine Krankheit. Ist aber auch unproblematisch.
Gut, aber Futter haben wir zumindest jetzt wieder. Durch die ganzen Suppen hier haben wir wieder genug Futter. Das ist gut. Wird auch alles nach drinnen gebracht. Schön, schön. Ihr funktioniert jetzt auch soweit. Ihr seid jetzt auf der 9, dann musst du auf die 10. So. Und immer wenn wir zu wenig Energie haben, dann springen die zwei Jungs an und der hier geht aus. Das ist doch mal was. Und Vivian, die craftet hier uns fröhlich die Waffe zusammen. Sehr gut, Vivian. Und das war's auch schon wieder. Da ist sie wieder. Hin und her und hin und her. So, dann gibt's endlich mal die guten Waffen hier. Okay. Schön. Schön, schön, schön. Wir sollten vielleicht einmal Vicente... Na, Vicente kann nicht so viel, ne? Also Vicente kann viel, aber der... Ah, ich bin mir unsicher. Der verletzt sich halt ständig. Edmund. Wir nehmen Kana diesmal. Vicente ist zwar, der, wie gesagt, der verletzt sich einfach ständig. Vielleicht liegt es daran, dass er so alt ist. Man weiß es nicht. Man weiß es einfach nicht. Okay, jetzt wird endlich wieder angepflanzt. Es ist Frühling. Heißt, da geht es dann auch gleich wieder rund. Und wir haben gleich einen Survivor weniger. 3 Stunden. In 3 Stunden ist Edmund weg. Da werden wir mal jetzt noch eben drauf warten. Machen wir nochmal eben schnell eine schöne Verabschiedungsparty. Haben wir hier schon alles nach Hause gebracht? Ja, das haben wir schon nach Hause gebracht. Sehr schön. Handel, Handelsschiff. Haben wir was zu verkaufen? Glitzerkappen können wir mal ein paar weghauen. Gehen wir mal immer auf 1000 runter, wenn wir da... Oh, guck mal, wir haben kaum noch Insektenfleisch. Wenn wir ausnahmsweise auch hier mal nichts verkaufen... Dünger. Gehen wir auch mal auf 1000. So, da können wir aber jetzt, haben wir gar nicht so viel zu verkaufen, wa? 20.000. Lohnt sich es für 20.000 jetzt den Sprithof zu verbrauchen? 50 mal Sprit für 20.000 zu verbrauchen? Eigentlich nicht so, ne? Ne, wir haben aktuell nichts zu verkaufen. Was kostet jetzt hier der Planet? Der Planet kostet hier 110.000. Okay, also wir müssen definitiv den Planeten beim Militärschiff, beim Schlachtkreuzer müssen wir das mitnehmen. Nein, deine Dienste werden nicht mehr benötigt, Edmund. Mach es gut, es war schön. Bis zum nächsten Mal, ne? Ah, siehst du, kontaktieren. Ah ne, haben wir noch. Haben wir noch draußen. So, Edmund ist weg. Ein Mund weniger zu stopfen. Ein Maul weniger zu stopfen heißt, sollte jetzt trotzdem noch immer alles rund laufen. Marki ist allerdings untätig. Marki ist untätig. Du hast gerade nichts zu tun. Moment mal. Also im äußersten Notfall, ach der Racker plündert da hinten. Ich wollte gerade sagen, und Ember plündert da, okay. Wir sind auch durch mit dem Plündern soweit. Ich hätte jetzt spontan gedacht, dass es im Notfall immer zum Plündern geht. Na gut, dann nehmen wir das mal hier noch mit, ne? Zu viele Leute haben jetzt aktuell nichts zu tun, weil sie eben leider nicht ausreichend Skill haben, ne? Das ist, glaube ich, hauptsächlich unser Problem. Die können alle nicht den ganzen Kram hier herstellen, den wir ganz gern herstellen würden. So, warte mal, ich habe gerade gesehen, wir haben da noch so einen Helm. Hier, guck mal, wir können dir einmal den Helm aufsetzen.
Und wir haben nochmal aggressive Tiere. Guck mal, ist ja interessant. Dann müssten wir... Ihr seid auf 1. Okay, also die Laser, die kommen jetzt auch gleich nochmal zum Einsatz. Warte mal, wo ist unser Kleiderschrank? Hier ist unser Kleiderschrank. Das können wir einmal zerstören. Ganz klare Sache. Racker müsste eigentlich, ja, der hat sich jetzt den Helm genommen, sehr schön, dann können wir den auch kaputt machen. Raumschifftrümmer-Expedition abgeschlossen, Altmetall gibt's, wunderbar. Dann können wir euch jetzt alle einmal mitnehmen, zack, einmal hierher. Oh, ihr seid ja sowieso alle ein bisschen weiter weg, ne? Es ist sowieso ganz sinnvoll, dass ich euch mal jetzt hier rangeholt habe. Ihr hier drunter. Und ihr da einmal drunter unter das Dach. So, Kana ist noch hier. Hier können wir auf jeden Fall auch mal ein bisschen... Die brauchen es ja auch im Krieg schick, ne? So, Jack ist einmal umgekippt. Von wo kommen sie? Sie kommen von hier. Die Laser müssten jetzt ja reagieren. Dann schauen wir mal, wie das so funktioniert. Gestörter Schlaf ist auch gut, ey. Ja, aber witzig, wir haben zwei Laser gebaut und schon kommen wieder die Flugangriffe. Auch cool, wie die ab und zu so kurz mal abheben, das ist ganz praktisch. So ein paar heben ab. ...81 noch. Die Laser tun und machen, das ist gut. Funktioniert auch. Schön. Kein Problem. Super. So, dann können wir die Scherenhänder können wir dann auch einmal mitnehmen, glaube ich, ne? Die haben doch auch relativ viel. 25. Wir brauchen nämlich mal wieder ein bisschen Insektenfleisch. So. Scherenhänder, zack. Und eine Berufung aufheben. Und der hier hinten, der geht sowieso von alleine drauf, ne? Ja. Achso, warte mal, die Explosiven, die können wir natürlich auch mitnehmen. Hier, so. So, wunderbar. Dann dürfte demnächst hier ordentlich geschlachtet werden. Das ist ein guter Stand. Ich bin zufrieden. Dann haben wir wieder ausreichend hier, haben wir wieder ausreichend Insektenfleisch, sodass wir wieder jede Menge Sprit produzieren können. Davon haben wir aber auch 150, was schon mal ganz gut ist. Und dann würde ich vorschlagen, wir schicken... Na, jetzt erstmal niemanden. Kana können wir natürlich demnächst nochmal losschicken. Meteoritenschauer, haben wir Glück. Und kommt mal in der Nähe runter? Sieht nicht so aus. Okay. Aber wir kommen langsam hier an mehr Metalllegierung. Heißt, um Expedition kommen wir nicht drum rum. Und auch hier kommen wir nicht drum rum. Plündern müssen wir auch. Aber es sieht so aus, als würden wir früher oder später uns komplett auf Expedition konzentrieren müssen. Was Metall angeht, weil Metall brauchen wir einfach dauerhaft. Metall brauchen wir dauerhaft. Wir kriegen das hin. Leute, Dankeschön für eure Zeit, Likes und Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier in Stranded Dawn, der 5. Staffel. Tschüssi.